Simon Donner. Guten Tag, ich freue mich hier zu sein. Das ist an sich ein Wunder, dass ich hier stehe. Bin seit 3 Tagen unterwegs, komme aus Algerien. Es war fast unmöglich, da rauszukommen, weil im Moment es findet eine Revolution des Friedens, des Lächelns in Algerien. Keine wirklich Medien berichtet hier in Europa darüber oder weltweit. Die wollen das unterdrücken. Und das läuft seit 9 Monaten. Seit 9 Monaten, 22. Februar dieses Jahres, bis heute, jeden Dienstag Studentenhaus und jeden Freitag das Volk, die kommen raus und wollen einfach eine neue Welt. Algerien besteht aus 30%, sagen wir 70% sind weniger als 30 in Algerien. Das ist eine neue Generation, die will nicht mehr diese Oligarchen, diesen alten System, dieser Militarismus, was seit 62 in Algerien herrscht. Am 22. Februar sind 7 Millionen auf die Straße gegangen. Letzten Freitag, so heute Samstag, gestern waren 27 Millionen draußen. Und ich wollte raus. Wir müssen dann unserer Reise vorschieben, sonst am Freitag wäre gar nicht möglich, um die Sperre zu kommen. Dann haben wir das nachts gemacht und durch Spanien, also Barcelona, und dann weiter. Wir hatten Glück gehabt, also ist alles einwandfrei gelaufen. Ich zeige euch ein Video nachher, das ich über diesen Aufruf und alles, was das auch mit meiner Arbeit zu tun hat, weil ich bin bekannt als Rainmaker, als jemand, der Regen machen kann. Ich habe die Wüsten dieser Welt vielfältig begrünt. Ich war in der Mongolei, ich war in Indien, ich war in China, ich war in Saudi-Arabien, ich war in den Emiraten, Algerien, Portugal, Spanien und überall, auch Paraguay habe ich vergessen, Bolivien und. Überall erfolgreich. Es ist alles dokumentiert. Leider reicht der Rahmen, dass mir heute hier eingeräumt war, nicht so, weil meine Konferenzen gehen über 3 Stunden einfach. Dann kann ich richtig das alles erklären, kenne ich auch die Theorie und die Praxis auf Ereignisse. Heute werde ich sozusagen, bin ich gekommen, um diese Maschine hier vorzustellen. Das ist der Holofractal Harmonizer, weil die Zeiten haben sich viel verändert. Und die Welt, die wir heute leben, die wir wirklich erleben, ist nicht mehr die Welt, die unsere Vorfahren kannten einfach, wo alles harmonisch war, wo die Natur den Überhand hatte. Heute, wie er vorhin ganz schön gesagt hat, hier der Abgeordnete, alles wird, wie sagt man, spezialisiert. Das heißt, nach außen Spezialisierung, man hat ein großes Glauben, man ist, was weiß ich, aber das Gegenteil ist irgendwie gewollt. Für mich, diese Art von Spezialisierung ist eine Verdummung einfach, was stattfindet im Moment. Warum? Ja, weil Spezialisierung ist viel Wissen, wirklich viel Wissen über einen bestimmten Bereich. Das heißt, ich weiß ja gar nichts. Damals war Spezialisierung, ich weiß alles, wie Leonardo da Vinci oder wie viele universale Wissen. Unser Gehirn ist wirklich so ausgedacht und gebaut, dass wir wirklich uns an alles irgendwie erinnern und alles können wir lernen, aber man versucht uns durch eine Matrix in der Schule, dass wir das und das nicht können. Und womit die das geschafft haben, das ist einfach durch Angst. Wenn du Angst hast, kannst du keine Erfolge haben. Wilhelm Reich hat früh damals erkannt, dass das Gegenteil von Liebe,
Libido, wie er das genannt hat, ist nicht der Hass. Der Hass ist nicht sagen wir mal Liebe, es ist eine andere Art. Wenn ich liebe, kann ich hassen und sowas. Aber er hat es nachgewiesen und er hat es auch richtig erklärt, das Gegenteil von Liebe ist Angst. Und er hat es an der Zelle, hat es an viele Sachen experimentiert. Wenn wir eine Schnecke nehmen zum Beispiel, es regnet, die kommt raus, die streckt ihre Fühler raus und sowas. Wenn ich da gehe, dann schrumpft sie, geht sie raus. Das geschieht, wenn man Angst hat. Wenn man Angst hat, kann man nichts machen. Die ist ja wie gelähmt einfach. Und alle diese Gesellschaft, all diese Regierung, diese Oligarchen, dieses System, was vorhin pyramidal auch irgendwie da dargestellt war, wunderschön erklärt auch, dient dazu, uns als Sklaven zu halten. Ja, als Sklaven, dass wir gute Sklaven sind. Das heißt, man gaukelt uns vor, wir seien frei. Wir haben alles, weil ein guter Sklave ist ein ignoranter Sklave, der gar nichts weiß. Ja. Und durch mein System jetzt versuche ich, und das habe ich auch vor anderen Veranstaltungen gemacht, in München und einmal in Wien das erste Mal, die Angst muss die Seiten wechseln. Und ich habe gute Neuigkeiten, diese Stadt ist erreicht. Das heißt, die Geräte, die ich damals gebaut habe, um Regeln zu machen, wie Wilhelm Reich, der dahinter steckt, wo er belächelt war und ignoriert und dann ist er im Gefängnis gelandet und so. Die Leute haben gesagt, ja, der kann einen Orgasmus im Himmel erzeugen und dann regeln das und sowas, ja, belächelt, ja. Deshalb habe ich auch hier Integral- und Umweltheilung. Das sind die Wüsten der Welt. Damals ist hat mich beschäftigt, warum so viel Armut und man kann das ändern. Wüsten finde ich auch sehr schön. Also die schönste Wüste der Welt ist ja nicht im Iran, da war ich, ist wirklich in Algerien. In Algerien, wir haben vier Sorten von Wüsten. Wenn man da kommt, man ist so fasziniert, das heißt, viele Leute hören auf, Bilder zu machen. Weil das Bild gibt nicht mehr das, was man sieht, weil in der Wüste die Lichtverhältnisse verändern sich minütlich und sowas. Ja? Das heißt, man kann das nicht, was man sieht, einfach wiedergeben. Ne? Man muss selber dahin. Ja? Was ich gesagt habe, das ist von Gandhi hier. Jede neue Sache, jede Revolution, jede neue Idee wird erstmal belächelt, ridikulisiert einfach. Als ich anfing damals mit Regen und Wüste und so, hat man mich wirklich belächelt. Aber wenn man diese Prinzipien weiß, das ist gut. Es gibt eine Kraft. Das heißt, ich gehe durch ein bestimmtes System. Und dieses System kenne ich. Das heißt, ich habe keine Angst. Ich weiß, ich werde belächelt, ich werde bekämpft, das wurde ich auch. Und zum Schluss wird man anerkannt und man sagt, okay, es wussten wir alles und so. Das war damals auch, als man anfing, über die Frau zu sagen, die Frau darf wählen. Das war auch, ach, die gehört in der Küche, ja, ja, und die Frau zur Wahl und so. Dann wurde sie dann belächelt. Dann bekämpft, die ersten Frauen wurden hingerichtet, aber heute haben wir Merkel an der Macht, was auch nicht so richtig ist. Im Film geht es darum, dass ich Regeln machen wollte in Algerien und das konnte ich nicht wissenschaftlich erklären, weil ich hatte ja nicht die Basis, die Bausteine, was Wilhelm Reich damals, Schauberger, Tesla, Priori, viele Wissenschaftler, die umstritten waren, wo ich mich da einfach vertieft habe und aus diesen verschiedenen Richtungen habe ich dann es geschafft, mitten in der Wüste durch neue Konzepte, Konstruktionen, anlehnend an Wilhelm Reich, Wilhelm Reich brauchte große Seen,
damit das Tor abgezogen werden kann. Und ich hatte nicht diese große Seen, hatte diese Möglichkeit nicht und habe mir dann andere Wege ausgedacht und es hat dann geregnet, es war erfolgreich, das heißt, das Schild sollte dieses Belächeln bekämpfen und anerkannt. Heutzutage ist das System anerkannt, das hat sich bewiesen in verschiedenen Ländern der Welt. Also im Januar geht es nach Australien, die haben gerufen. Letztes Jahr war ich im Iran, in Isfahan, wo es richtig trocken war und Isfahan war der Fluss richtig trocken ausgetrocknet. Und als ich da eine der größten Anlagen gebaut habe, Wilhelmreich und so, hat es dann angefangen zu regnen und alles ist grün geworden, es hat sogar geschneit und so. Dann, wenn sowas geschieht, dann gehe ich dann ab und zu mal dann nochmal dahin und guck mal, ob die mehr wollen oder das und jenes. Ja. Der Bezug zu dieser Linie blieb aus, weil ich im Hintergrund arbeiten wollte. Ich wollte nicht, weil wenn man jetzt öffentlich arbeitet und so, dann landet man, wird man dann bekämpft weiter und sowas. Und deshalb habe ich dann viel Erfolg gehabt. Ich habe das deklariert als ein einfaches Projekt, mitten in der Wüste und mit anderen Bewässerungstechniken etwas zu ändern und sowas. Und es ist ja nicht flächendeckend. Kam ab und zu mal die Autoritäten, die haben gefragt, was ist das für eine Anlage hier? Sage ich, das ist ja, weil Algen sich in den Schläuchen da bilden und das ist dann in der Sauerstoff einfach die Algen bekämpft. Ich habe nie über ein Graupflaster und über Wilhelm Reich geredet oder Schauberger, es wäre sowieso nichts angekommen. Und so habe ich dann weitergemacht, bis es dann so weit war, dass ich genug Erfahrung gesammelt habe. Ich war mehr bekannt im Ausland, wo ich dann richtig was geschaffen habe mit anderen Regierungen und so. Damals war die Idee in Algerien, 2010 habe ich in der Schweiz beim alten Parlament darüber geredet, bei Michael Vogt in der Sendung über die grüne Welle in Algerien, die sollte von Marokko bis zu den Emiraten, mitten in der Wüste wollte ich so eine Welle schaffen durch die Länder, um die Wirtschaftsflüchtlinge, wie ich die damals genannt habe, die nach Europa kommen, die treffen auf diese Welle, die finden Arbeit, Know-how, die können dann heiraten, die kriegen Grundstücke, jeder ein Hektar und sowas. So hätten wir vor Ort Hilfe geleistet. Aber ich war ja bei Merkel, ich war bei Köhler, ich war bei allen Politikern. 3 Jahre lang habe ich die getroffen, mit denen geredet und kein Ort. Die haben nur belächelt. Die waren nur in der Phase belächeln einfach. Ja. Und dann habe ich dann entschieden, dann selber was zu machen. Ja. Und bis heute hat diese Welle keine Konkretisierung gefunden. Und damals habe ich schon gesagt, wir haben die ersten Flüchtlinge 2010 in Langwart getroffen. Da waren wir 10, 20, die haben wir genommen, die haben bei uns gearbeitet. Danach waren es 200, 1000 und heutzutage, da sind ja fast Millionen, die rüberkommen. Ne? Und keiner wollte glauben, dass das Problem irgendwann mal so viel wert, dass man das nicht mehr stoppen kann. Die Leute haben einfach kein Perspektiv, sagen wir in der Zeit, jeden Tag dasselbe steht auf. Die Oligarchen haben das Geld, die haben trotzdem Autos, Armut herrscht da unten, die Kluft ist sehr groß zwischen Reich und Arm. Dasselbe steht auch in Algerien. Algerien ist auch ein sehr, sehr reiches Land. Aber es gibt nur 1%, das richtig lebt und die Bevölkerung ist in totaler, das werde ich nicht sagen, Armut, aber die profitieren nicht davon einfach. Ja. Und wenn man in der Zeit keine Perspektive hat, versucht man eine andere Möglichkeit und die haben das dann in den Raum. Die müssen dann den Raum wechseln, nach Europa kommen einfach. Die können nicht abwarten, bis irgendwann mal ein Wunder geschieht. Ja. Und deshalb, Moment,
Nous avons tous une responsabilité environnementale. Das heißt, damals, das war der Gedanke, dass wir alle eine gewisse Responsabilität haben, unsere Natur einfach. Ja. Die Erde braucht uns nicht, wir brauchen die Erde. Das ist nur ein falsches Denken. Wir haben nur diese Erde einfach hier. Wenn wir die kaputt machen, ist die weg. Und daraus entsteht dann so ein Spielwort, so Natur. Das war jetzt nur so gedacht. Das ist das System, was ich damals integrale Umverteilung genannt habe, integriert, weil es muss ein geschlossenes System geben. Die Natur kennt nur geschlossene Systeme. Ich kann der Natur helfen am Anfang, dass sie dann Kräfte entwickelt und durch diese Kräfte kann sie dann wieder gesund sein und weiterarbeiten. Ja. Und dann habe ich dann ein bisschen Physik, weil Materie ist vernichtete Energie, Einstein, große Wissenschaftler haben das alles, und hier Platon zum Beispiel. Und diese Energie zeigt sich in unserer Welt durch Formen. Wenn wir Pyramiden haben in Ägypten, das ist kein Grabstein, wie viele Leute sagen, das ist irgendwas, hat mit Energie zu tun. Und damals habe ich, als ich mit Tesla mich beschäftigt habe, habe ich gesehen, dass Tesla auch mit der Pyramidenenergie sich beschäftigt hat und um diese Tor da in Amerika zu bauen, um Energie und Strom zu übertragen, ohne jetzt Kabel. Und hier kann man auch sehen, was ich dann entdeckt habe, für das Agnihotra ist diese Pyramide, für die Erde ist der Würfel hier, für das ist das Oktaeder hier, kann ich euch ein bisschen hier zeigen, und Kusaeder und für das Universum, das ist das Dodekaeder. Dodekaeder, das ist das Gerät, was hier steht. Hier. Ja. Und hier ist auch ein System entwickelt mit Blume des Lebens, das ist die 3D-Projektion von dem Dodekaeder. Das ist ein Skientra-Stein hier. Hier ist die nach dem Boden steht, die Spirale hier, könnt ihr sehen. Und da unten ist eine von mir entwickelte Art-Resonator, um die Schumann-Frequenz, die weg war, die das Natürliche für unsere Gehirne einfach ist, die Romantik, das Kreative. Wenn die verändert werden durch Hab, werden wir auch verändert, kommen wir auch in die Hektik. Ihr kennt ja die neue Generation, die hat ein Handy, die fährt, die redet und ist gleichzeitig. Das können wir nicht einfach. Wir sind ein anderer, weil das ist ein bisschen schädlich. Und deshalb komme ich später zu diesem Gerät, habe ich das konzipiert, das ist meine letzte Erfindung. Wenn das im Raum ist, wir haben so viele, sagen wir elektromagnetische Felder, Elektrosmog, dass wir nichts sehen. Nicht, dass wir jetzt hier stehen und wir sehen uns, wir denken, es ist okay, wunderbar. Aber wenn wir die Möglichkeit hätten zu sehen, was für Sachen hier passieren, hier im energetischen Bereich, würden wir gar nicht in den Raum hier reinkommen. Einfach, ja. Und viele Leute denken, ach, ich habe WLAN, ich habe Deckt, es ist schädlich, ich weiß, aber ich gehe ins Bett und schalte das aus. Aber über ihn ist jemand, der WLAN hat, unter ihm, rechts, auf der Straße sind Masten. Das heißt, man kann das gar nicht ausschalten. Das heißt, man kommt nach Hause, um sich auszuruhen. Bei uns, es geht sogar noch viel tiefer in Algerien, wenn wir nach Hause kommen, wir lassen die Schuhe, negative Energie von außen, wir lassen sie vor. Wir kommen gar nicht rein ins Raum. Aber das ist minimal, das war vor wie vielen Jahren. Ja. Aber heutzutage kommen wir in einem Raum, dass wirklich viele Strahlung, viele schädliche Strahlung sind da drin. Demnächst kommt auch der Smart Meter für Smart Kühlschrank, für, die sind auch sehr schädlich, ja. Im Mikrowellenbereich wie die 5G. Und wie soll man sich schätzen, damit man auch
in seinen meditativen Zustand, wenn man will, zurückkommen kann. Das heißt, in den freien Raum, dann habe ich das konzipiert hier, das ist, kann man sich vorstellen wie ein schwarzes Loch, der das einfach absorbiert und verändert. Und die Idee kam, nachdem ich damals die Sphärenharmonie entwickelt habe gegen Chemtrails, weil Chemtrails, das ist eine Suppe an viele Chemikalien, die in den Himmel durch Flugzeuge expandiert werden. Da ist Aluminium, Strontium, Barium, Titanate, Ephthalate, es ist unheimlich, was da über 90 Sachen werden gesprüht. Und dann habe ich mir gedacht, wie kann man das, weil es ist nichts mehr im subatomaren Bereich, es ist im chemikalischen Bereich, und dass in Frankreich die ersten Fälle von Morgellons auskamen, dass man Punkte auf der Haut sieht und man sieht, und das ist dann so ein Faden, das keine Ende hat, und die gehen auch in die Lunge zum Beispiel. Und die kann man nicht mehr raustun und man wird krank. Und diese Polymere, die letzte Generation der Spülungen, die rauskommen, die sind dreiphasig, das ist wie ein Transistor. Das heißt, die sind fähig, wenn man die einatmet, Verbindungen mit unseren Zellen zu gehen. Dass wir dann robotisiert werden einfach. Dass wir durch außen kontrolliert werden mit Gedanken. Es gibt Projekte, die in diese Richtung laufen, wie heißen die Bluebeam zum Beispiel. Es gibt wirklich so viele Sachen, kann man nicht jetzt hier in dem Raum versuchen, einfach ein bisschen die Baumpartnerschaften hier. Ja, man sieht, wie ich die Wüste damals, weil ich war in Peru und da habe ich überall, wo ich bin, sehe ich, wo es neue Sorten gibt. Ihr wisst ja, wenn ihr Getreide isst, ihr habt Gluten, ihr habt schädliche Sachen, weil die sind nicht gut für unseren Körper, wie Brot, sein Klebzeug und sowas. Und diese Art von Weizen heißt Korosan, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, Kamut. Ja, dann habe ich so viel mit nach Algerien genommen, habe ich gesät, geerntet, wieder gesät. Ihr seht hier in der Wüste voll. Und dann habe ich eine Art Datenbank für Zukunft, was passiert. Dann kann ich wieder auf diese Kamut zurück. Hier, Kamut. Ganz viel. Hier, das ist die grüne Welle, wovon ich vorhin erzählt habe, weil ich habe erzählt, nur auf die Dia-Seite zu gucken. Die sollte 12 bis 25 Kilometer sein. Ich war bei den Emiratis, ich war in Ägypten, ich war in Marokko, Algerien habe ich es dann selber gemacht. Aber bis jetzt ist keine Resonanz da dazu gekommen. Und das war ja 2010, wo ich die ersten Berichte geschrieben habe über die Flüchtlinge und sowas. Das waren die ersten, die bei uns gefunden haben, die haben bei uns gearbeitet auf dem Projekt. Jetzt zum Beispiel, wenn die kommen, die bleiben nicht mal einen Tag, die wollen sofort weiter nach Deutschland, weil es gibt einen Plan dahinter, habe ich gesehen, das ist eine Verschwörungstheorie, ich habe recherchiert, es gibt einen Herrn Soros, der das finanziert. Der Plan stand unter, glaube ich, damals Hitler, heißt Hutton-Plan, und das ist ein Plan, das die Bevölkerung austauschen muss. Irgendwie. Also das sind die Sachen, die ich entdeckt habe. Und als ich das entdeckt habe, dass es da nicht gewollt ist, habe ich dann gestoppt, einfach in dieser Richtung zu arbeiten mit der grünen Welle, weil da ist unmöglich, wenn alle dagegen sind und die wollen jetzt wirklich einen Bevölkerungsaustausch. Ich will da keine schlechten Nachrichten, aber es sieht sehr schwach. Aber wir denken, wir versuchen jetzt, weil der Prigozhin-Nobelpreisträger hat gesagt, wir bekommen so viel Eindrucke, so Milliarden von Eindrucke pro Tag. Und bis wir einen Punkt erreichen, heißt Bifurkationspunkt,
Aber wenn wir keine Angst haben und wir bleiben bewusst, wir machen einen Quantensprung. Das heißt, dieser Punkt ist gut. Sonst, wir machen nach unten Depression, Angst, Tod und alles. Und die Natur ist so aufgebaut, wenn wir das erkennen, dass diesen Prozess macht auch der Kohlenstoff. Der kriegt so viel Druck, das ist jetzt auch der Materialien. Und irgendwann mal, wenn es soweit ist, transformiert er sich in einen Diamant. Das ist Notdruck. Dann statt Kohlenstoff hat man Diamant. Und viele Leute, die nicht wissen zum Beispiel, was ist diese 666, sonst steht in der Bibel und das Zeichen der Lavette des Tieres und. 666 steht für Kohlenstoff. Und unter vielem Druck kommt das 999, das ist das Zeichen für Diamant. Und beide gehen ineinander sozusagen, das ist 102, wie sagt man, Spiralgalaxie, ein 6 und ein 9. Und die dreht sich einfach. Das heißt, wenn man um diese Energien weiß, das Wissen ist geheim gehalten, nur die Rosenkreuzer oder die Templer oder die Bilderberger, die Jesuiten zum Beispiel, ja, die Frère de Sion, die Bruder aus Sion, die ihre Sachen geschrieben haben, oder diese Yellowstones Botschaften, die da stehen einfach. Ich bin dafür, dass man wirklich eine Petition macht. Man braucht nur an den Präsidenten Amerika Trump zu schreiben und die müssen abgeschafft werden. Nicht, dass die da in Georgia da stehen und da drauf stehen 10 Punkte in allen Sprachen, Weltreduktion auf 500 Millionen. Was soll das? Da muss man auch auf die Straße gehen und diese Firma Camps einfach. Da sind riesen Konzentrationslager, letztens 850 Stück nur in Amerika. In Deutschland gibt es welche, in Europa importieren die. Und da sind Särge für 8 Personen einfach drin. Ja? Und die Leute werden belogen einfach, die erfahren das nicht. Und, aber wenn man recherchiert, sich die Mühe gibt, nur Firma gibt zum Beispiel, oder Wutonplan oder Blumen, da findet man so viele Sachen einfach. Und vorhin hat die Dame hier gesagt, ich will nicht eine große Menge Leute, um etwas zu bewegen. Es reicht, wenn es anfängt. Der Kern gut ist einfach. Wenn wenige Leute da sind, die wirklich bewusst sind, wie laut sie auch gesagt hat, statt dich über die Dunkelheit zu beschweren, zünd eine Kerze. Und diese Kerze, wenn sie angezündet ist, ist wie diese kleine Menge Leute, die können auch eine andere Kerze. Und plötzlich wird es exponentiell. Da kommen wir an diesen Punkt, wo wir dann siegen einfach. Ja? Es gibt nicht das Reichtum reicht in dieser Welt. Das ist, dass die Leute nicht teilen einfach. Deshalb gibt es dieses Bild hier über diesen Schwarzen hier. Ja, der hungert und leidet deshalb. Stell dir vor, Bäume würden Wifi-Signale abgeben. Wir würden so viele Bäume pflanzen und würden vielleicht sogar den Planeten heilen. Zu blöd, dass die nur den Sauerstoff produzieren, den wir atmen. Ja, so funktioniert der Mensch. Gehen Schritt weiter, ich sage, wäre die Erde eine Bank, hätten wir sie längst gerettet. Ja, aber ist sie nicht. Jetzt geht ein bisschen über WLAN, weil es gibt im Moment hochfinanzierte Parteien oder was weiß ich, wie Sunrise, besonders hier bei euch in der Schweiz, und die geben falsche Studien einfach. Die sagen, 5G ist gut für die Natur, es rettet und so. Ihr könnt selber eure Experimente machen. Es gibt auch 5G-Antennen, die getarnt in Lampen und sowas, damit man nicht merkt, weil bei 5G, wir sind im Kurzwellenbereich, wo mehr Masten einfach aufgestellt werden, damit die totale Kontrolle, das, was dient 5G, wie Mikrowellenwaffe nenne ich das, ist wirklich Zerstörung von allem, auch Gedanken und sowas.
Die wollen alles kontrollieren. Im Moment ist zum Beispiel in Hongkong, in Singapur und China, wenn du läufst auf der Straße, dein Computer identifiziert dich und weiß, oder der vorbei an dir kommt, wie der heißt, woher der kommt, ob er zu dir passt oder nicht, wie viel er auf der Bank hat. Also ist alles total gläsern einfach und es geht in der Richtung. In Singapur, wenn man in ein Fahrgeschäft geht, ja, da kommt ein Pop-up-Menü, ja, das Produkt, was du sagst, gibt es hier in drei Farben in dem Geschäft hier. Kostet so und so viel, im Gegenteil zu in Hamburg, wo du das vor 14 Tagen gesehen hast und war aus dem Lager und alles. Ja, also das ist dann kein Leben, das ist ja keine Romantik mehr. Ja. Ja, das ist hier über die 5G, die Gefahren. Also ich sage immer, letztens in Algerien hat mich jemand gefragt, wir haben da die 3G, gerade die 4G, die Leute sind noch im grünen Bereich. Wir wollen die 5G, die denken, die 5G ist gut. Ich habe gesagt, die heißt nicht 5G, man müsste die normalerweise 5000G nennen, weil es eine ganz andere Technik, die fraktale Antennen benutzt. Und eine ganz andere Energie sozusagen. Ihr seht hier auf dem Bild, das heißt, man muss mehrere Antennen bauen. Dafür wollen wir führen. Wenn jetzt eine Antenne von 5G steht, hier ein Baum, könnt ihr in der Natur beobachten. Ich empfehle es euch, dann seht ihr die Seite, die zu der Antenne steht. Am Anfang der Baum geht ein, aber die andere Seite ist noch grün. Ja. Das sind Merkmale, damit ihr seht, dass es wirklich so ist. Ja. Also ich war letztens in Bürges, da habe ich die Forster da einfach geholt und gefragt, ob ich da nicht helfen kann, eine Analyse. Und dann habe ich gesehen, er hat gesagt, ist ein Mast hier, ja, die haben das letztens. Und dann habe ich die Leute aufgeklärt, was können wir machen? Er hat gesagt, gegen diese Technik einfach, ja. Entweder ihr habt euren Wald und es nützt nicht, wenn man jetzt neu bepflanzt oder was weiß ich. Wir haben ein Problem. Ja, hier, so sieht es aus dann später. Es wäre eine Suppe einfach. Ja. Man sieht das nicht in dem Raum hier. Glaubt mir, wenn ihr sehen würdet, was hier passiert, im Moment nicht, weil ich das Gerät hier habe, das absorbiert. Deshalb vorhin bin ich nicht weitergegangen. Das Gerät müsste wirklich in jede Wohnung einfach. Und es ist dann ein Turbus, der absorbiert diese ganz WLAN, denkt und sowas. Wir arbeiten daran, auch wenn jetzt 5G stark ist, dass wir das auch verstärken können, ne, auf 5G. Weil, wie ihr wisst, die Windsphärenharmonie und die Sphärenharmonie, man hat jetzt getestet mehrmals an verschiedenen Orten. Wir haben Leute genommen und damals habe ich alles gesagt, aber man kann das nicht erklären, weil im Skalarbereich, die Wellen heben sich auf, kann man nichts messen. Es gibt Pendler und die kommen und sowas. Und man hat festgestellt, dann dank Videos und Beobachtungen, dass die Chemtrails wirklich auflösen, da wo die Anlagen sind, bestehen nicht. Man hat auch andere Harmoniesachen zum Beispiel, Hotels, die wir berichtet haben, oder Firmen, die haben rote Zahlen irgendwie gehabt und nach der Aufstellung hat sich alles wieder verändert bei denen. Ja? Und die schreiben schwarze Zahlen, weil nicht, dass die jetzt mehr machen oder sowas, die Angst ist weg einfach. Ja? Das Programm, wir funktionieren so, 5% bewusst und 95% unbewusst. Das heißt, alles, was im Hintergrund läuft, ist das Programm der Unbewusstheit, was wir bis 7 Jahre alt, in den ersten 7 Jahren, werden wir sozusagen als Kinder in diesem Bereich programmiert. Es bleibt. Das heißt, wie wir jetzt leben, was wir jetzt erleben, das ist dieses Programm, was von einem 7-jährigen Kind, der uns steuert. Einer zum Beispiel sagt, ich finde Geld scheiße und so, der aber arbeitet, ankert den ganzen Tag und am Monatsende hat nichts, weil das Programm läuft, was seine Eltern gesagt haben, Geld ist nicht gut.
Es will kommen, aber das Programm unbewusst, der stellt es zurück. Das heißt, es gibt jetzt wenigstens neue Formen, wie man sich selbst umprogrammiert. Damals war die Genetik zum Beispiel, man sagt, ach, ich bin krank, ich habe das geerbt, das wird sich nicht ändern. Das ist dieser 70% Programm unbewusst, das läuft. Das nennt man Genetik nach meiner Vorstellung. Aber es gibt Epigenetik. Epigenetik ist von außen nach innen, nicht von innen nach außen. Ich kann das umprogrammieren. Es gibt viele Professoren, viele Leute, die da erfolgreich was wirklich gemacht haben, indem sie dann das Programm wieder bewusster machen. Warum zum Beispiel habe ich keine Lust und ich will das und das nicht machen und ich komme bis zu einem Bereich und plötzlich kriege ich Angst. Ja, dann muss ich das bewusst machen und dann kann man das umprogrammieren von außen, indem man die Sachen ändert. Damals war ich 7 Jahre alt, jetzt bin ich 30, bin ich 40, bin ich 60. Ja, und plötzlich merkt man, die Angst ist weg, weil die Angst ist immer mit involviert. Du willst was sagen? Was ich schlage vor, dass wir jetzt abschließen würden, weil es sind noch zwei Frauen, die sich abgehört haben. Ist gut. Also, wir machen so, wir schließen auch ganz herzlichen Dank.